Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der kleine Wurm, die Mathilde und wie heißt dein Sklave nochmal? Harald. Harald, hast vergessen. Ja. Heute werden mal Sklaven geboxt. Hm. Box. Ich habe nochmal ein anderes Tor eingebaut, das kleine war mir zu klein. Ja. Dafür passt das große nicht in den Turm. Wollen wir da die mich in der noch offscreen angegriffen haben oder in der namenlosen Stadt? Wer hat dich offscreen angegriffen? Warte mal, jetzt muss ich überlegen, wo das war. Scheiße. follow me. I follow you oder so. Ich war Pflanzenfasern sammeln. Da griff mich ein Sklavenfänger-Relikanter an. Das war, glaube ich, da oben. Genau, warte, dann nehme ich Harald mal seine Waffen weg. Da steht auch einer. Seit wann steht denn da jemand? Ich weiß nicht, ob der das war, aber da oben auf dem Plateau waren auf jeden Fall welche. Und die waren gemein zu mir. Nee, ein kutischer Kämpfer aber, mit Schild und Schwert. Aber drei, ne? Der sieht schön aus. So, den nehmen wir auch. Aua. Hier, Jungs, macht mal was. Nicht nur gucken. Ich bin schüchtern, ne? Sie stehen nur dumm rum. Machen nix. Forst besser. Killt mich gleich. Ah, der hat gesessen. Ich so, bring hier, ihn mal Jungs, kurz weg. Was macht ihr denn da für Mist, hä? Ja, geht im Kreis. Geht im Kreis. Idioten. Kann ich echt die Abkürzung nehmen? Ach Mist, die Flasche ist ja alle. Oh, Nummer 1 ist drin. Sackgesicht. Ich gucke mal, ich brauche noch mehr zu essen. Kein Fisch. Bah, garstiger Fisch. Die guten Aloe Vera Drinks haben wir nicht mehr, ne? Schau doch mal in der Kiste, auf der Tränke steht. Kiste, Tränke. Ist, kleiner Wurm, geh nochmal. Kiste, Tränke. Kiste, Tränke. Tränke, Tränke. Tränke, Tränke. Oh, da machst du mich glücklich. Ja, ich weiß. Ganz viel. Und das, diese Ecke kann nochmal hier bleiben. So. Bist du noch dort, wo ich dich gerade verlassen habe? Yep. Dann komme ich doch mal glatt wieder. Der stand zwar nicht auf dem Plan, aber der war ganz gut. Mal gerade nur mal den Aufgang finden. Genau hier oben war das, glaube ich. Da war ein relikanter Sklavenjäger irgendwo. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Gucken wir hier nochmal. Den einen Dreier habe ich da auch noch gar nicht gesehen. Oh, man sieht unsere Basis von hier. Gut. Ja, ja. Hallo. Das war halt auch ein Dreier-Typ, deswegen. Und das war irgendwie auf so einem dämlichen Plateau. Hm. Und hier bin ich ja eigentlich irgendwo runtergehüpft. Von daher dachte ich, dass der noch hier oben ist.
Da ist er. Rüstungsmacher, Sklavenfänger 1. Aua, hinter uns sind irgendwie. Ei. Ja, ernst. Hier ist auch ein Feuer irgendwie. Oh, ich bin tot. Du bist tot? So ganz tot? Ja. 9-mal Bluten habe ich. Ja, und jetzt habe ich das Problem, was ich vorhin nochmal sagen wollte. Ich konnte beim Bett nicht spawnen. Fuck. Ich konnte das Bett nicht aktivieren. Das wollte ich dir vorhin eigentlich noch sagen. Weil jetzt bin ich hier mitten im Nirgendwo wieder. Kieferknochen. Wo kann ich denn mal draufklettern und mich hinstellen? Da vorne. Haha. In the name of Set, identify yourself. Die Sklaven sind noch am Fighten? Ja, die sind noch hier. Ich bin jetzt auf einen Stein geklettert und schieße einfach von hier oben runter. Und unsere Idioten stehen einfach nur daneben. Wir machen gar nichts, ne? Richtig. Also zum Knüppeln echt scheiße. Blood of the serpent! Enemies at the gate! So, ich habe aber alle betäubt. Glaube ich. 1, 2, 3. Jo. Sklavenfänger 2. Rüstungsmacher 3. Sklavenfänger 1. Wo waren doch mehr? Haben wir die Enden vorhin nicht gesehen oder sind die noch gespawnt? Nee, irgendwie? Die sind da. Oh, da ist. Mann. Ah, nee, das ist. Sag mal weg. Nö, die standen hier alle noch. Die sind dann so plopp, plopp, plopp aufgeploppt. Aber ich würde die einfach jetzt nacheinander nach Hause ziehen und ins Rad packen. Mach das. So, kleiner Wurm steht da oben. Naja, der. Ja, der ist jetzt hier auf dem keine Plateau. Lust mehr. Ich habe aus irgendeinem Grund Kampfmusik. Hallo. Och, hi. Sind alle ruhig da oben, also. Naja. Du kannst da ganz entspannt hingehen. Dir droht keine Gefahr. Das ging ja schnell jetzt. Aber dann müssen wir vielleicht den Rüstungsmacher nicht reinpacken. Nö, kannst du in die Kiste packen oder so. Können wir da einfach liegen lassen, den Rüstungsmacher? Ja, oder so. Dann
kannst du meinetwegen noch die Sklavenfängerin Stufe 1 irgendwie holen. Ja, wenn ich sie sehe. Ja, die liegen da. Ah, warte. Genau. Ja, geh mal dahin. Die müssten da alle an diesem Felsen liegen. Ziemlich nah dran. Ah. Rüstungsmacher 3 brauchst du nicht, hast du gesagt? Nee, warte, ich guck mal ganz kurz. Reliquien Sklavenjäger 1. Genau, warte, ich guck mal hier kurz, was wir an Rüstungsmacher haben. Dass ich nichts Falsches sage. Also, wobei, ich glaube, wir holen den doch mal, weil wir haben hier einen Dafari-Rüstungsmacher, Stufe 3. Von daher hole ich den doch nochmal ab. So ein Stygischer kann ja auch noch nett sein. Ah, voll blöd, ich kann nicht dieselben Lampen anhaben wie... Nee, du kannst, weil du das in der linken Hand hast und das heißt entweder Licht oder, ja. Ja, kein Licht. Genau. Entweder Licht oder Lasso. So, eigentlich müsste das ja gehen. Weil wir haben da nur so einen Dafari-Rüstungsmacher. Der ist vielleicht dann noch ein bisschen geiler. Meine Güte, das ist ja düster wie im Pferdearsch hier. Oh, dann ist es ja wieder voll, ne? Dann ist es wieder voll, ja. Ging ja ziemlich schnell. Ja, extrem schnell. Ach ja, und ich habe in der Nacht, also offscreen, habe ich auch noch ein paar neue Waffen gemacht. Für den lieben Heinrich habe ich eine Stahlpike gemacht. Und mir habe ich einen an... Warte, wie heißt das? Du meinst makellose Stahlpike? Oder Stahlschwer? Ja, genau. Oder was meinst du? Und mir habe ich ein antikes Chipesh gemacht. Ups. Was denn? Ich bin gerade auf den Button gekommen, zum Aufnehmen. Aha. Ja, hat er gerade gestoppt quasi und ich habe ihn wieder angemacht. Okay. Kann ich die stumpfen Pfeile ja jetzt auch zur Seite packen, weil die brauchen wir dann ja jetzt nicht, weil unser Sklavenrad ist jetzt wieder voll. Und ich glaube, kommt ein Sandsturm? Ja. Kommt ein Sandsturm mal wieder. Ist ja nicht mehr das Problem für uns. Sandsturm. Nö, nachdem wir uns jetzt endlich mal die Masken angewöhnt haben. Achso, apropos, Masken, wie heißen sie gleich? Tempel bauen. Ja, wenn du weißt, wo du einen Tempel hinbauen willst. Also erstmal baue ich einen Tempel. Dann kann ich mir immer noch Gedanken darüber machen, wo ich den hinstelle. Aber erstmal habe ich ihn dann. Aua! Da hat jemand die Tür aufgelassen. Ja und? Deswegen habe ich Aua gekriegt. Sehe ich deine Maske auf? Ich bin drin. Nein, ich habe die Maske nicht aufgesetzt. Selber schuld. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, wenn ich von drinnen komme, also wenn ich drinnen bin, dass mir der Sandsturm nicht wehtut. Aha.
Biogrube brauche ich noch Knochen. Schau einer an. Moment mal, wieso kann ich nicht den Seed-Dings machen oder finde ich den gerade nur nicht? Ach, da ist doch das Grab von Seed. Soll ich das auch gleich noch bauen, wenn ich schon mal dabei bin? Kannst du machen, wenn du weißt, wohin. Erstmal baue ich ihn und dann können wir uns noch Gedanken machen, wo wir es hinstellen. Ah, jetzt habe ich nicht mehr genügend Steine für die Jo-Grube. Guck mal in den Schmelzofen. Vielleicht sind da noch Steine drin. Ah, ja, ein Schmelzofen. Ich hatte da vorhin welche reingepackt, so 600. Oh, da, ja, dann reicht das. Also reicht's, ja? Jo. Wir müssen ja leider so weit weg voneinander gemacht werden. Ach, und Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Halt mal kurz. Ich hatte überlegt, ob man eventuell einen Tempel bei uns auf dem Dach, einen Tempel auf dem Turm. Vielleicht ist das ja weit genug auseinander. Ich weiß es nicht. Ja, auf den Dächern haben wir ja nichts, ne? Ja, deswegen. Hast du ein Flachdach bei uns auf dem Haus gemacht oder ein Spitzdach? Hm. Dann geht das ja. Deswegen, da würde ich dann erstmal eine Treppe hochbauen. Außenrum meinetwegen auch. Ja, hier so an der Wand lang. Da geht das doch gut. Ach ja, genau, unser Garten, der gefallen hat. Allerdings nur noch die Gedenkdinger. Jetzt muss ich nicht desto trotz demnächst wieder Steine holen. Ja, das kann man ja immer gebrauchen. So, Harald, Stein. Dich stellen wir mal dahin. Des Gebäudes fehlgeschlagen. Leck mich doch am Po. Geht doch. Jetzt geht's. Achso, hier muss ich vielleicht ein Zwischendach oder so einsetzen. Ach, ich noch mal ein paar Steine holen. Benno. Ah, dann kommt das so lange in meine Truhe. Oh nee, ich habe hier noch eine Sandsteindecke. Ah.
das passt sogar fast perfekt. Dann kann hier noch eine Sandsteindecke hin und dann ist genau die Treppe da oben zu Ende. Okay. So, möglichst viel Abstand zum Turm. Das wäre dann hier. Dann Seetempel bei dir auf dem Turm, Mitra-Schrein auf dem Dach. Ja, kannst du machen. Schrein kann man nicht wieder aufnehmen. Okay, also Mitra-Schrein haben wir. Ja, beim Turm musst du noch warten, das war nicht ganz fertig. Ja, ja, alles gut. Ich packe einfach den Seetempel in mein in meine Kiste. Ich weiß nicht, wie groß der Kartenraum ist. Vielleicht mache ich da noch einfach eine Etage drauf. Ich wollte jetzt erstmal hier diese Seitenmauern an der Mauer mal machen, mhm, weil ich das so ganz schick finde. Hat keinen Sinn, ich weiß, aber es sieht gut aus. Ja, ach siehst du, das wollte ich auch noch bei unserem Dings machen. Bei unserem Balkon fehlt das auch noch. Der sieht auch noch so unfertig aus. Also die Sklaven hüpfen da zwar rum und tanzen so schön, aber schön ist der noch nicht. Ja. Ich bräuchte jetzt wieder viel Stein und Holz. Ich habe eine Idee. Ich meine, diese Balustraden sind rein dekorativ irgendwie, aber egal. Ja. Die haben keinen weiteren Sinn. Was mich tierisch aufregt, ist diese steile Scheißpisse. Als ich die Treppe hier hochgebaut habe, ist das hier irgendwie eingekracht. Da war auch eine Säule drunter, die habe ich ein bisschen gekürzt, weil jetzt kann ich da komischerweise nichts mehr hinbauen. Der visiert alles an, aber nicht diese eine verfickte Stelle. Ja, ich habe es auch nochmal probiert, ich habe es auch nicht geschafft. Abreißen, neu bauen! Die Treppe wieder zubauen, aber was macht der? Ich kann es einfach nicht anvisieren. Ups. Nee, komm, ich geh Steine schlagen, krieg nur schlechte Laune. Genau, geh dich mal wieder abregen. So, was bist du für einer? Kämpfer. Also für einen Kämpfer. Also entweder bist du wirklich, wirklich gut, dass du keine Rüstung brauchst, oder du denkst, deine Möpse lenken deine Feinde so ab, dass sie dich nicht mehr treffen. Das wird's wahrscheinlich sein. Er hat wirklich dicke Möpse. Die Ablenkung der geheimnisvollen Möpse. Fühlt man sich regelrecht belästigt, so groß wie die sind. Redest du von der Tänzerin oder? Nein, von der einen Kämpferin, die hier beim Eingang stand. Dass sie sich auch nichts anziehen kann, ey. Ich meine, ich renne nie nackt rum in diesem Spiel. Nee. Das gehört sich ja auch nicht. Nee. Also komme ich da nicht hoch? Boah, ich habe keine Lust zu klettern. Ich wollte mal gucken, ob es da oben auch was gibt. Gleich ein Plateau mit ganz viel Stein. Hm.
Nein. Oh, ich kann mich da nicht halten. Cool. Jetzt ist mein Werkzeug kaputt. Auf. Umsonst gefreut, hier ist ja gar nichts. Am Arsch ist hier was. Aber schöne Aussicht. Schick, schick, schick. Ach ja, genau, ich wollte alles dran bauen. Da ist aber was. So, baue Balustraden. Ja. Ups, das tat weh. Du sollst dir doch nicht immer wehtun. Also ein bisschen muss ja, ne? Du stehst drauf. So würde ich es jetzt nicht sagen, aber... Ich meine jetzt, wenn ich hier ein bisschen rumspringe, dass man mal ein bisschen hier, ein bisschen da Aua hat. Wie lange müssen wir überhaupt noch basteln für den Kartenraum? Wir brauchen noch 20 Dämonenblut. Weil die nächste Etage würde ich dann erst, also ich mache noch einmal Mauern drumrum, aber die nächste Etage würde ich bauen, wenn der Kartenraum fertig ist. Ja, das würde ich auch so machen. Weil dann weiß ich ja genau, wo ich dann vielleicht seitlich noch eine Treppe bauen kann. Und vielleicht noch so eine Balustrade, um auf diese Karte, auf das Ding hinunter zu gucken. Was ich auch glücklicherweise feststelle, die Säuberungsanzeige ist ja mittlerweile nicht mehr so Fitzelchen. Also es dauert noch ewig. Stimmt, ja, bei der tut sich mal was. Aber sie geht nicht zurück. Das freut mich immens. So, jetzt haben wir hier oben auch schon mal eine Balustrade. Das ist ja auch schon mal ganz schön. Eine Überdachung wäre hier ja eigentlich auch noch ganz geil, ne? Was wäre geil? So eine kleine Überdachung, also so ein Dach über dem Balkon. Ja, aus Stoff, wenn es das geht, ne? Aus Stoff wäre richtig genial. Also man kann Sonnensegel und so bauen, aber die sind irgendwie anders. Und wir müssen auch gucken, wie das Wetter im doofen Bett ist. Ich habe jetzt einfach meinen Dingsbums hochgepackt. Meine Matratze quasi. Also die grüne da. Ja gut, aber wenn du halt irgendwie so kurz wo... was hinmachen willst, ist dir dann ja komplett... Ich wollte erstmal wieder was haben, zum baue ich dann so ein kleines Bett hin oder so. Ja, weil bei mir reicht's vollkommen, wenn ich da einmal hingehe und auf E drücke. Ja, denkst du, was ich getan habe? Ich bin hingelaufen, dann kannst du auf E interagieren und hat nichts passiert, ist nichts passiert. Dekoration.
nicht so ein Segel? War das nicht hier? Also ich bin der Meinung, die hatten sowas, oder? Ja, ja, hatten sie auch. Ich frag mich gerade nur, wo das ist. Vielleicht einfach unter Bau und nicht unter... Ach ja, siehst du, ich habe den Ingenieur gelernt. Weil ich hab, wir haben ja die Aufgabe, einen Tribok abzufeuern, auch als Dings. Und da habe ich hier Tribok-Basis und so gelernt. Zelten kann man das. Und Sonnensegel, da kann man Markise. Das erfordert Zimmermann, Steinmetzmeister. Zimmermann, Steinmetzmeister. Da unten ist es. Ich hab's gefunden. Juhu! Ja, dafür bräuchte ich allerdings 3 verfügbare Punkte. Das heißt, ich brauche einen Stufenaufstieg dafür. Jo. Gut, haben wir es auch geklärt. Haben wir es gefunden. Ja, was wollte ich jetzt machen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich wollte irgendwas bauen. Die Frage ist nur, was wollte ich bauen? Wollte ich dir bei dem Turm helfen? Vielleicht wollte ich das machen. Na, ich glaube, ich habe schon alles, was ich brauche, um jetzt noch eine... Genau, Decke wolltest du ja noch nicht einziehen, ne? Nee. Gut. Dann mache ich das auch nicht. Also ich weiß nicht, ob dich, ob das hält. Hm. Ohne Säule. Hm. Ja, erstmal den Kartenraum, hast du recht. Aber ich nehme mal vorsichtshalber dein Grab von Seth mit. Ich stelle es nicht auf. Aber ich gucke, ob ich es da rein theoretisch hinstellen könnte. Ah, warte mal. Wird wahrscheinlich nicht gehen, weil er braucht ja bestimmt einen Kontakt zum Boden. Oder hat das mit dem Seth auch, Tempel auch geklappt, oben auf dem Dach? Oh. Dein Jung. Eigentlich. Jo, würde gehen. Also rein theoretisch könnten wir den Seth-Tempel dann auf deinem Turm aufstellen. Ist weit genug vom Mitra-Schrein weg. Schick, schick, schick. Das wollte ich nur wissen. Das freut mich. Müssen wir uns nur überlegen, wo wir die Jokgrube hinsetzen. Hier. Wir haben hier unterm Plateau. Meinst im... hier drunter. Ja, das Ding ist, es könnte sein, dass dann die Tempel zu nah beieinander sind und das nicht geht. Das hatten wir bei der alten Basis das Problem. Deswegen war ja mein Mitra-Schrein außerhalb unserer Basis, weil ich das nicht so nah an deinem Seth-Schrein platzieren konnte, wenn du da... Ja, hast. Aber hier ist ein Höhenunterschied. Vielleicht bringt das ja was und... Der Seetempel kommt denn noch höher. Ich weiß ja nicht, ob das auf einer Keine Ebene Ahnung, oder wir, auf wir Höhen... könnten es gerne probieren, aber ja. Ich weiß halt nicht, ob es klappt. Übrigens, vom Fisch, was ganz gut geht, das sind gekochte Schalentiere. Ja, am Arsch. Ich wollte es dir nur sagen. Oh, Wolf, du bist im Weg.
Da kämpfen Tiere. Kämpfst du da oder? Ich guck mal aus dem Fenster. Ja, wer kämpft doch da? Wer kämpft denn da? Hier läuft einer lang. Das ist ein. Von uns? Nee, feindlich. Ach. Saramonischer. Ach, ich kann es gerade nicht lesen. Ich bin am Abschlitzen. Okay, mach das mal. Zamoranischer. Bogenschütze, der uns ein paar Sachen beschert hat. Ich bin schon überlastet. Der Sklavenfänger 1 ist fertig. Das ist toll. Der hat uns 3 Stahlbaren, 3 Eisen und irgendwie. Das ist ja nett. Finde ich auch. Hallo Sklavenfänger. Drin. Macht das hier nicht. Keine Ahnung, vegetiert vor sich her. Ja, zur nächsten Folge dürfte deine Plätze allerdings fertig sein. Ja, Plätze. Oh, wir haben hier noch einen Schmied und einen Zimmermann in der Holzkiste neben dem Pferdetrog. Aber wir nicht wussten, wohin mit den Leuten. Jo, was mache ich denn jetzt so? Feierabend. Feierabend. Würde ich sagen, boah. Und dann gehe ich mich aufs Bett legen. Dann leg dich aufs Bett. Jo. So. Jetzt fehlt nur noch der Tempel. Und dieses Scheißloch hier, ne? Dieses Kackloch, das dreckige. Ich reiße hier die ganze Ecke mal ab. Mal gucken, ob ich es dann bauen kann. Das geht mir gerade so tierisch auf den Zeiger. Das mache ich nochmal. Jo, ich leg mich hin. Dich hin? Ich schlafe. Schlaf gut. Gute Nacht, John Boy. Ja, ich liege jetzt hier und schlafe. Und wie sie alle hießen. Keine Ahnung, habe ich nie geguckt. Ja, wie lange ist es her? Bei Grimdias Bart. Ich wollte gerade sagen, fang da eher in der Ecke an. Ah, hat er aber nicht schon genommen. Immer noch die gleiche Ecke? Ja. Die nimmt er nicht. Wir können ja einfach erstmal gucken, wie groß der Kartenraum ist. Vielleicht geht's ja mit einem großen Loch. Ja, wir bauen den Kartenraum so, dass er das überdeckt. Ich glaube dann. Schön pushen auf den Baum. Ich glaube, dann meckert er eher rum, dass er nicht genügend Kontakt mit dem Boden hat. Aber vielleicht, ja. Vielleicht ist er aber nicht ganz so groß, weißt du, dass man da halt einfach das Loch lassen kann. Ja, komm, Schnauze voll. Scheißloch. Das irritiert mich immer nur. Boah. Dann komm gucken, ob du noch mal das Bett aktualisieren kannst. Ich guck mir hier den Tempel an. Hier. Mitra! Oh ja, Ambrosia war ganz lecker. Ambrosia. Hier oben locke ich mich jetzt aus. Okay. Ich bin in unserem Schlafzimmer. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, was ich glaube. Huch, hier ist auch gerade ein Sklave oben bei mir gespawnt. Das ist voll gruselig. Welcher Sklave? Ich weiß nicht, welcher das ist. Warte mal. Ein kleiner Wurm. Achso, meiner ist so. Der ist einfach bei mir gespawnt. Ja, weil er hier oben nicht stehen konnte, wahrscheinlich. Und das ist ein bisschen creepy. Ich habe mich aufs Bett gelegt und der erscheint auf einmal neben dem Bett. Jetzt ist er wieder weg. Das ist aber ein Schlingel.
böser, böser kleiner Wurm. Sowas macht man doch nicht. Er will zeigen, dass sein kleiner Wurm auch ein großer Wurm sein kann, glaube ich. Na gut, dann, ja. Liken und abonnieren und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.